Hallo Leute und willkommen zurück zu einer kleinen Heldenvorstellung. Und zwar, oh Gott, machen wir mal weiter ein bisschen virtuelles Armtraining mit Hulk. Und ja, oh, der Einsatztisch wird in ein paar Sekunden aktualisiert und ich habe immer noch den Gruppierungsbelohnungsglitch. Yay! Oder habe ich neue bekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, heute ist Hulk dran. Wenn jetzt Hulk erstmal auf Stufe 50 bringen, bevor ihr den nächsten seht und dann so weiter und so fort. Aber naja. Ja. Bereit, ein paar Aggressionen loszuwerden, Hulk? Okay, es ist bei allen gleich. Das Ausweichen, okay. Oh lol, der wurde von Pimpertigern getroffen. Hallo. Perfektes Ausweichen, alles klar. Bruder, weil dich. Ich weiche immer schon zu früh aus. Und jetzt weiche ich zu spät aus. Hallo? Der hat mich nicht getroffen. Ich würde sagen, das war der Avengers würdig. Finden Sie nicht? Ey, das ist voll schwer mit Hulk. Oh mein Gott, schaut euch mal den Unterschied zwischen Hulk an. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt, sagst du ihm, während der Zornangriff ausführen soll. Zornkonter? Aber Gegner mit Zornangriffen umhauen. Ich darf Gegner mit Zornangriffen umhauen. Wenn ich Hände hätte, würde ich applaudieren. Du kannst Klatsch-Sounds einspielen, Jarvis. Zorn wiederherstellen. Das Training beginnt jetzt. Mir bitte noch ein paar Gegner raus. So, Jarvis. Danke. Das war wunderbar. Ja, der Grund, warum wir mit Hulk spielen, ist, der muss unbedingt seine ikonische Mission, wenn man überhaupt vernünftiges Outfit. Fangen wir an. Hi. Mehr Hulk. Oh, Stufe hoch. Ausgezeichnete Arbeit. Bombig. Noch nicht müde, Hulk? Okay, versuchen wir etwas Neues. Sind halt auch alle aber hardcore-mäßig unterlevelt, die Gegner hier, also. Partikelzustand. Ich mag die Ausrüstung, die ich für Hulk habe. Dass Gegner, die ihn beschießen, von Pimpartikeln verkleinert werden können. Ach, ich muss mich unbedingt wieder an die Steuerung mit Hulk gewöhnen, ey. Ich habe die ganze Zeit Iron Man gespielt. Den werde ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ja, am Ende vom Video.
Ah, ich muss Leute mit schweren Angriffen besiegen. Ja, sagt das doch Spiel. Komm mal, Junge. Der unglaubliche Hulk. Mission Herz des Monsters abschließen. Alles klar. Gegner? Da. Surprise! Ich würde sagen, das war der Avengers würdig. Finden Sie nicht? Jetzt sind wir durch mit der Hulk-Mission, richtig? Mit der Einführung, damit ihr Hulk halt zu sehen bekommt. Aufhören, sonst schlagen sie noch ein Loch in den... Mission 2 abgeschlossen. Hulk-Training. Sehr gut. Ja, das werde ich jetzt immer machen mit den anderen Charakteren. Das Iron-Man-Training habe ich schon gemacht. Deswegen habe ich es euch im Iron-Man-Part nicht gezeigt, aber... Naja. Kampf. Oh, so viel, Alter. Du kannst es nicht heilen. Stufe 8 erforderlich. Okay. Oh, die Anzeige ist größer. Das ist praktisch. Schwerer Angriff. Ah ja, das schwere Combo-Finisher. Mission. So, jetzt machen wir die ikonische Mission für Hulk, die nächste. Hier gibt es eine ikonische Mission für Hulk. Ach, es wird 26 Kraft mehr gebraucht. Na, Halleluja. Gute Frage, wie ich da jetzt rankomme. Ja, kann ich. Ach, ich kann Missionen nochmal machen, die ich schon einmal abgeschlossen habe. Ach so, na, das ist. Kraftstufe niedrig. Das ist eine ikonische Mission. Problematisch, wie ich Hulks Kraft jetzt nach oben kriege. Dafür, Oh, hier gibt es einen neuen Tachyonenrest. Zustand grün. Ah. Cool. Ja. Puh, doof. Egal, machen wir die Mission auch, wenn sie eigentlich viel zu schwer ist. Kraftstufe ist zu niedrig. Ach, dann erhöhen wir jetzt Hulks Kraftstufe. Ja, Mission wählen. Helicarrier. Zu Außenposten reisen. Den gehen wir zum Helicarrier, kaufen Hulk Ausrüstung. Ja, Iron Man habe ich halt durch die ganzen Story-Missionen hochgelevelt bekommen. Keine Ahnung, wie wir bei Hulk jetzt an bessere Ausrüstung kommen sollen, weil ich habe das Gefühl, die skaliert immer mit dem aktuellen Level mit. Die wird nicht immer krass viel besser sein als Hulks aktuelles Level. Was noch ein bisschen belastend werden könnte. Und wisst ihr was? Ich schneide das einfach raus. Bums. So, da bin ich wieder. Oh mein Gott, Banner kann endlich hier rennen im Helicarrier. Sieht zwar extrem bescheuert aus, aber... Hi, Roy.
Ausrüstung für den Hulk, bitte. So Kraftstufe 40, wenn du sowas hast. Hast du nicht. Belastend. Extrem belastend. Ja, sorry, Roy, aber. Ist nicht okay. Also, Stimulator, zack, hier. Können erstmal ein bisschen boosten. 15. So. Mein Gott, das bringt einfach so viel mehr. Das Taktigon. So. Ich habe zahlreichen Tank im Verkauf. Okay, du bist eindeutig besser, auch wenn wir das andere Ding Aber gerade auf der anderen aufgerüstet Seite haben. werden Sie nie alleine sein. Andere Hulk-Ausrüstung. Hulk, Hulk, Hulk. Ja, nur das Ding war auf der Position, haben wir schon was. Ehrlich, Geschäftspartner bleiben. Ja, Sie brauchen kein neues Outfit, aber Sie wollen eins, richtig? hi. Ja, aber ich hätte gerne ein besseres Hulk-Outfit. Na gut, schön, aber Sie werden zurückkommen. Ja, wenn du bessere Hulk-Outfits im Angebot hast, komme ich gerne zurück. Dann müssen wir jetzt doch mal eine Mission mit Hulk machen. Kann ich hier neues? Oh, ich kann hier Ich würde neues es Zeug selber machen, annehmen. aber ich gehe nicht mehr auf Einsätze. Nicht seit Shield. Ja, es kam ein Update Wir vor könnten kurzem, Ihre Hilfe deswegen. brauchen. Was sagen Sie? Sehr gut. Ausgezeichnet. Spinnen die Anzeigen hier noch ein bisschen rum. Hier ist die Chimera. Bitte antworten. Na Alles ja, klar, wir kommen an los. Bord der Chimera. Bla bla bla. Pazifischer Nordwesten. Fangen wir da mal an. Machen mal. Seltene oder bessere Ausrüstung gibt es hier. Dann machen wir das doch erstmal. Um Hulk im Level irgendwie hochzukriegen. Okay, Commander, wie können wir helfen? Das habe ich alles schon. Das ist eine Story in Gänsefüßchen. Mission. Held und Gefährten wählen, ja. Wir nehmen als Verstärkung bitte mal Iron Man mit, weil der so schön stark ist. Danke. So. Peng. Machen wir jetzt die Mission mit Hulk. Den bringe ich dann Meine Agents sind jetzt unterwegs. Mit offscreen. ihrer Hilfe übernehmen wir die Basis und holen zurück, was AIM gestohlen hat. Wisst ihr was? Nee, ich zeige euch die ganzen Outfits einfach in der letzten Let's Show-Folge, wenn wir mit allen sechs durch sind. Also quasi in Let's Show Folge 8. Weil wir haben ja einmal die erste Folge gehabt, wo ich das Spiel an sich gezeigt habe. Jetzt einmal eine, wo ich die ganzen Haupthelden zeigen will. Die anderen zeige ich euch dann. Nee, nee, wir machen die ikonischen Missionen, mache ich dann mit den anderen noch. Und dann zeige ich am Ende mit allen. Ja. Die ikonischen Outfits. Laufen alle mit den ikonischen Outfits rum am Ende. Das finde ich ganz gut. Annie, the Duck Sie ist sind jetzt die offline. erste Verlasse Welle. Hausmodus. Meine Gut zu Agents wissen. folgen Gut und zu sichern die wissen. Basis, während Sie sich durchkämpfen. Oh mein Gott, das Spiel ist so laut, fällt mir gerade auf. Gut, dass ich mich dann Post noch drum kümmere. Wisst ihr was? Nee, das kommt als Ende von dem Video. Wir müssen zuerst den. Genau. Oh, guck mal, auf einmal hat Hulk vernünftiger. Sicherheitskontrollpunkt Nein, angreifen und vernünftig. räumen. Wenn Sie zuschlagen, müssen Sie schnell sein. Das Alarmsystem wird alle aufschrecken. Alle in Position. Bereit. Erwarten Ihr Signal. Gott, ist das belastend, mit einem langsamen Charakter zu spielen im Vergleich zu Iron Man. Der ist so schnell. Nähern uns jetzt Sicherheitskontrollpunkt. Ausschalten. Verstanden, Commander. Oh Gott, Hulks Fernkampfangriff geht noch nicht mehr. Schütze mit einem One-Shot. Ich
So. Gut gemacht. Jetzt übernehmen unsere Agents. Rücken Sie vor. Finden Sie unsere gestohlenen Sachen. Kontrollpunkt A. Zack. Wow, die sind nicht besser. Das Ding hat nicht mal Vorteile. Wow. Wow. Pim-Infusor. Powerangriffe verursachen Pim-Partikelschaden. Alle Einheiten vorrücken. Nähern uns der Position. Schwere Sicherheitskräfte voraus. Dann ist das Ihr erstes Ziel. Dass ich das mal sage. Wir haben ISO 8 gefunden. Yes. Ausrüstung für Hulk. Sehr gut. Prismatisch ist ISO 8 sogar. Beeilung. Verstärkung ist wahrscheinlich unterwegs. Alles okay da oben? Mehrere AIM-Einheiten bewachen den Bereich. Sie bringen Treibstoff zu einem Quinjet. Sie wollen mit einem Teil der Shield-Ausrüstung entkommen. Sie wissen, was zu tun ist. Hallo, Leute. Heiki ist da. Ganz schön. Einer weg, bleiben zwei. Okay, Leute. Fress doch bitte einfach alle mal ein bisschen Hulk. Und ja, ich muss definitiv rausmachen, was an den Audio-Settings sieht. Einer übrig. Das Iron Man.
ein Ding. Wow, Hulk, Alter. Kann ich jetzt bitte endlich mal einen stärkeren Fernkampfangriff haben bei Hulk? Hier. Mich der Zeit nicht lang. Geil. Und die Türschlüsse haben sich resettet. Leute, könnt ihr bitte den Bereich sichern, während ich das hier öffne? Wow! Endlich sich zum Hauptgebäude zurück. Das haben alle gehört. Jetzt sind sie auf der Flucht. Ihr Quinjet kann nicht starten. Die wichtigen Shield-Aktivposten sind in einem Hangar in der Nähe. Nett von Ihnen. Weniger Arbeit für uns. So. Peng. Ausrüstung. So. Meine Devise bei der Ausrüstung lautet auch tatsächlich immer einfach auf Macht achten. Weil, naja, Macht scheint hier die einzig ausschlaggebende, oder Kraft besser gesagt, scheint hier die einzig ausschlaggebende Eigenschaft zu sein, auf die bei Missionen geachtet wird. Boom. Schauen wir 21 bei Hulk. Das läuft doch gut. Ihnen. Ja, und das scheint uns ein schnellster Arm, sich mit Zeug fortzubewegen, ist zu sprengen. Avengers! Wundert mich wir aber wissen, nicht, dass ihr Hills Drecksarbeit macht. Taskmasters. Was machen die denn hier? Anscheinend die Basisschütze. Von Hulk auf Small machen die hier. Reinschließen! Ja. Das sind nur Fliegen. Sie haben Verstärkung. Das sind nur Fliegen. Ja, sag sowas nicht bei den Hulk, Bruder. Anführer ausschalten. Ohne Taskmaster Söldner ziehen sie sich zurück. Denkt ihr, Alpha Trax helfen euch? Shield ist nicht. Wird immer nichts sein. Das klingt ja ziemlich verzweifelt. Ey, Junge. Mach den Hulk nicht wütend. Gesichert. Alle Gegner unschädlich. Basis gesichert. Oh wow, das war's schon. Neu. Sichern Sie den Bereich. Achten Sie auf versprengte Einheiten. Danke, Avengers. Damit haben wir endlich eine echte Chance. Wir sind zurück, Fury. Nochmal danke. AIM wird zurückkehren, aber dann sind wir bereit. Ich weiß nur noch nicht, wie Taskmaster in das alles reinpasst. Ja, der macht nichts ohne Gegenleistung. Ich muss recherchieren. Ich melde mich. Bis dahin, gut gemacht. Warum habe ich das gerade zerstört? Das war richtig Brain AFK. Und schon ist es besser. Oh,
Oh, guck mal, besser. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Wertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.